Beim Brutalismus handelt es sich um Bauten aus den 60er und 70er Jahren, die sehr skulptural gebaut wurden. Und der Begriff kommt vom Béton Cru, also die Verwendung vom Material, vom Sichtbeton, so wie er ist. Und dann wurde es ja auch oft dann sehr brutalistisch von mir in Szene gesetzt und kam dann teilweise so weit, dass gewisse Objekte dann aus dem Katalog gefallen sind, weil sie dann doch nicht allen Kriterien genügt haben, um dem Brutalismus zu entsprechen. Aber es war für mich wichtig, irgendwo die Gebäude einzubetten in die Umgebung und dann noch zusätzlich, und das ist eigentlich so die Suche, die für mich ganz persönlich als in der Fotografie, für meine Bildsprache wichtig ist, dass es irgendwo eine Erzählung noch gibt, die neben dem Objekt noch passiert, also eine vermeintliche Nebensächlichkeit, die dann plötzlich zur Hauptsache wird. Das kann ein banaler Gartenschlauch sein oder es kann eine Wolkenkonstellation oder einfach wie das Gebäude erweitert aussieht oder Objekte, die im Raum stehen, die halt einfach von den Menschen, die da leben, in Szene gesetzt worden sind. Und im besten Fall, und das ist dann so die Krönung für mich persönlich, wenn sie irgendwo dann noch etwas Humor oder einen gewissen Schalk im Bild hat, eine Art Schminzeln. Von Beginn an war es klar, dass wir ein Buch machen wollen, das eben nicht nur für Architektur-Nerds ist, sondern eben auch für Fotografie-Interessierte oder eben Architektur-Liebhaberinnen, für Kunstinteressierte, Kulturinteressierte, aber soll wirklich verschiedene Ebenen abdecken können. Und was wirklich beeindruckend ist und was auch ein großer Teil der Arbeit nebst dem Versuch der Objekte und der Fotografie ist, dass man am Schluss der Publikation wirklich alle Objekte, die Planunterlagen aller Objekte findet und da auch diese unglaubliche visionäre Arbeit teilweise bestanden kann, dieser Architekten. Es hat aber auch so eine Form von einem Reiseführer, also es gibt auch eine Karte, wo alle Bauten gelistet sind und dann sind diese Fotografien, die sprechen dann vielleicht mehr so die Kunstinteressierte vielleicht an, aber schlussendlich kann man, glaube ich, sagen, dass es auch Laien Freude haben dürfen an diesem Thema. Die ist super, ja, mega gerne.